feste drauf, so geht die spanische Polizei gegen rebellische Demonstranten vor. 24-Stunden-Streik in Spanien und Portugal. Wer nicht mitmacht, wird genötigt und lässt dann doch den Rollladen runter. Automobilwerke stehen still, zu Lande und in der Luft geht auf der iberischen Halbinsel nichts mehr. Einige Touristen zeigen Verständnis. Ich habe keine Ahnung, warum sie streiken, aber wenn sie Probleme haben, ist es ihr Recht und Portugal hat Probleme. Auch in Italien wird gestreikt, in altrömischer Sitte geschlossene Formationen mit Schildern über den Kopf. Hart wird zugeschlagen. Die Straßen Roms im Tränengas, Nebel, Geräuschkulisse, Bürgerkrieg. Doch auch im Nachbarland Belgien wächst der Unmut über den harten Sparkurs. Die belgischen Eisenbahner sind im Ausstand. Der deutsche Bahnverkehr ist dadurch auch betroffen. Griechenland fehlt die Luft zum Atmen. Mit Tüten über dem Kopf und viel Lärm zeigen die Leute, sie fühlen sich als Marionetten der europäischen Sparpolitik. Auch in Italien gehen tausende Menschen auf die Straße, um gegen den Sparkurs zu protestieren. Die größte Gewerkschaft CGIL hat zu einem 4-stündigen Streik aufgerufen. Der Chefin der Gewerkschaft zufolge führt die reine Sparpolitik zum Niedergang Europas. Viele Italiener wünschen sich einen Kurswechsel. Ich hoffe, dass sich alle europäischen Gewerkschaften vereinigen, um die Krise zu bekämpfen, die nur die Armen trifft. Es ist schrecklich, Kürzungen, wohin man schaut. Diese Wirtschaftspolitik wird in einem Desaster enden. Wir sollten nicht diesen Kurs einschlagen. In Rom kam es zu Ausschreitungen, als eine Gruppe rechtsextremer Studenten versuchte, bis zum Regierungsgebäude vorzudringen. Die Polizei schritt ein. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 3 Beamte verletzt. In mehreren italienischen Städten sind die Proteste der Studenten gegen die Sparpolitik eskaliert. In Rom kam es am Ende einer Demonstration zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Randalierende Studenten warfen Steine, Flaschen und Sprengkörper auf die Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Tränengas ein und versuchte mit gepanzerten Fahrzeugen die Demonstranten vom Tiberufer zu vertreiben. Auch in der Stadt Brescia in der Nähe von Mailand legten sich Studenten mit Polizisten an. 3 Demonstranten wurden festgenommen. Die Situation eskalierte, als Studenten von der vorab besprochenen Route abwichen und versuchten, den Bahnhof zu stürmen. Trotz der Bemühungen der Polizei gelang es den Studenten am Ende, den Bahnhof zu besetzen. Bei Krawallen in Turin wurden 3 Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer. Randalierer hatten seinen Schutzhelm mit Stöcken und Baseballschlägern zertrümmert. Eine Gruppe Autonomer drang in die Steuerbehörde ein und verbrannte Dokumente. In Mailand kam es vor allem in der Nähe des Bahnhofs zu Ausschreitungen. 5 Polizisten wurden verletzt. Aus Protest gegen den harten Sparkurs ihrer Regierungen haben Millionen Menschen in den Krisenländern Südeuropas ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaften hatten zu diesem europaweiten Aktionstag aufgerufen. In Spanien begann in den frühen Morgenstunden ein Generalstreik. Die Zahlen sind erschreckend. Die Arbeitslosigkeit in Spanien liegt bei 25% und bei jungen Menschen sogar bei 50%. Viele Spanier sind wütend. Die Regierung rette die Banken, aber sie lasse das Volk im Stich. Dieser Demonstrant klagt, die spanische Regierung verabschiedet ungerechte Sparmaßnahmen, die Menschen treffen, die nicht für die Wirtschaftskrise verantwortlich sind. Banken und große Unternehmen haben trotz der Krise eine Menge Geld verdient, während die Bürger gearbeitet und bescheiden gelebt haben. Sie müssen einen Schritt zurück machen und bei ihrer Politik an alle Menschen denken und nicht nur an die Reichen. Sie müssen den Banken gegenüber Maßnahmen ergreifen. Wir können nicht weiter Geld in die Banken pumpen. Offiziellen Angaben zufolge kam es am Morgen zu kleineren Auseinandersetzungen. Es gab Verletzte und mehr als 30 Menschen wurden festgenommen. Für diesen Nachmittag sind Demonstrationen in ganz Spanien geplant.
Portugal, Griechenland, Spanien, Italien ausgerüstet mit den Flaggen dieser Krisenländer sind griechische Demonstranten am Tag der großen paneuropäischen Anti-Spar-Proteste durch Athen gezogen. Anders als in Spanien oder Portugal gab es aber keinen 24-Stunden-Streik. Nur vereinzelt legten Angestellte die Arbeit für einige Stunden nieder. Wie bei zurückliegenden Aktionen forderten die Demonstranten ein Ende der Sparpolitik. Wir fordern einen Politikwechsel in ganz Europa. Es muss mehr in die wahre Wirtschaft investiert werden, um Wachstum anzukurbeln und Arbeitsstellen zu schaffen. Erst wenn alle Europäer und Angestellten aufwachen, werden die Politiker gezwungen sein, sich hinzusetzen und das Problem anzugehen, wegen dem die Menschen auf den Straßen sind. Sie scheinen sich um die Ursache überhaupt nicht zu kümmern. Erst vergangene Woche hatte die Regierung in Athen das Sparpaket noch enger geschnürt und der Bevölkerung weitere Steuererhöhungen bei sinkenden Gehältern und weniger Ausgaben beschert. Die Arbeitslosenquote in Griechenland hat sich seit 2008 verdreifacht. Verlust nach Steuern in Höhe von 3,9. Zweierlei deutlich machen. Auf der einen Seite die Mitgliedstaaten der Eurozone lassen zu, dass der Euro destabilisiert wird. Okay, da sage ich aber nochmal ein ausdrückliches Ja, weil ich noch einmal darauf hinweisen will, wenn wir mehr Wachstum bekommen, dann können wir auch anschließend die Schulden, die wir machen, besser zurückzahlen. Entlastung generiert Wachstum und Wachstum schafft Arbeit. Das ist die Gleichung und so müssen wir denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Angela Merkel in nachempfundener SS-Uniform mit Euro-Emblem. Die Kanzlerin zeigt sich unbeeindruckt. Wir werden uns natürlich mit den Argumenten auseinandersetzen, aber das, was notwendig ist, müssen wir trotzdem tun. Wenn die 10% richtig Reichen in diesem Land bereit wären, die Hälfte ihres Vermögens abzugeben, wären die Staatsschulden praktisch weg. Und das bräuchten die gar nicht auf einen Schlag zu tun, meine Damen und Herren. Wenn die reichsten 10% in diesem Land bereit wären, 10 Jahre lang jeweils 5% von ihrem Vermögen abzugeben, das würden die in dem einzelnen Jahr überhaupt nicht mitkriegen. 10 Jahre lang 5% des Vermögens der 10% reichsten und das Problem ist gelöst. Und die Gesetze können wir morgen machen. Da spricht nichts im Grundgesetz gegen. Es gibt nur ein einziges Problem. Wir haben eine Demokratie. Und Sie kriegen in einer Demokratie keine Mehrheit für eine Politik, von der 90% der Bevölkerung profitieren würde. Schade. Anaconda, Dragoon Ride 1 und 2, Saber Strike, Bolt Ops 2016, Operation Atlantic Resolve, Operations Resolute Castle, Samis und Noble Partner. So schwer übt die NATO neuerdings Krieg in Osteuropa. Fast ohne Unterlass. Die Botschaft, Russland abschrecken. Das europäische US-Kommando arbeitet zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern, um Russland einzudämmen und bereitet sich vor, wenn nötig, gegen Russland zu kämpfen und zu gewinnen. Die eigentliche Botschaft, die USA und General Breedlove persönlich sind bereit, gegen die Russen zu kämpfen, bis zum letzten Europäer. Der General darf seit 2 Monaten den Ruhestand genießen, die Bereitschaft hat seitdem nicht nachgelassen. Die Balten sollen sich von Russland besonders bedroht fühlen. Um genauer zu sein, die baltischen Spitzenpolitiker. Übrigens alle strammen Pro-Atlantiker. Denn die Bevölkerung scheint andere Sorgen zu haben. Eine Parallelumfrage in Estland, Lettland, Litauen und Finnland im März 2016 über die größte gefühlte Bedrohung ergab folgendes Meinungsbild. Ist der baltische Durchschnittsbürger so sorglos, so blind oder nur ehrlich im Gegensatz zu seinen Staatslenkern? Ein Krieg muss von langer Hand vorbereitet werden, das weiß die NATO zu gut. Die Vorbereitungen zum Jugoslawien-Überfall hatten ein Jahr vor den Rambouillet-Verhandlungen begonnen, deren kalkulierter Abbruch als Causa Belli herhalten sollte. Belege für eine russische Apokalypse-Planung bleibt die NATO schuldig. Ebenso wie eine Antwort auf die simple Frage, warum soll Russland die baltischen Staaten überfallen und damit den Dritten Weltkrieg auslösen?
und übrigens alle zugleich oder in alphabetischer Reihenfolge. Und mit einer Antwort meine ich etwas anderes als schiere Beleidigungen menschlicher Intelligenz wie angeblicher russischer Expansionsdrang, Putins Großmachtfantasien, die Krim und der Bürgerkrieg in der Ukraine. In dieser Logik müssten die Kasachen mit ihrer 7500 Kilometer Landgrenze zu Russland, die Aserbaidschaner mit ihren Rohstoffen und die Weißrussen mit ihrer strategischen Lage Alarmstufe Rot dringend ausrufen. Tun sie aber nicht. Vielleicht fehlt ihnen ein transatlantisches Bewusstsein. Ein Blick auf die Karte erklärt, wie dreist Russland seine Grenzen an die NATO-Basen und Kriegsübungsplätze heranschiebt. Schließlich ist so das Säbelrasseln und das Kriegsgeheul besser zu hören. Die demonstrative Bereitschaft, Russland zu besiegen, ist ein zentraler Teil unserer Abschreckungsbotschaft. Russia, Russia, and Russia, 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 aggressive Russia.